Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Amen. Die Gnade Jesu Christi, der für uns Mensch geworden ist, sei mit euch. Liebe Eda Kemencic und liebe Familie von René Kemencic und Freunde der Familie, liebe Trauernde, René Kemencic hat ein so reiches und langes und großes Leben gehabt, dass es eigentlich viel Grund gibt, dankbar zu sein. Und er hat sehr viele Menschen beschenkt, die Familie auch sicher, und viele, viele, viele Menschen bereichert. Und ich bitte Sie halt, das ist gar nicht leicht, selbst wenn jemand in einem so hohen Alter stirbt, ihn gehen zu lassen, so wie man den Atem gehen lässt beim Singen oder so wie man einen Klang gehen lassen muss und verhallen lassen muss. Im Glauben, dass diese Melodie eines Lebens aufgehoben ist in etwas Größerem. Und davon war er selber auch überzeugt. Wir werden also Gott bitten, dass er ihn aufnimmt bei sich, dass er ihm eine ordentliche Stelle gibt im Himmelskonsort und dass er uns auch tröstet. Jesus Christus, du bist für uns Mensch geworden. Herr, erbarme dich unser. Du hast den Tod überwunden. Christus, erbarme dich unser. Du führst uns zum ewigen Leben. Herr, erbarme dich unser. Lasst uns beten. Herr, unser Gott, dein Sohn, unser Herr Jesus Christus, hat unser Leben geteilt bis in den Tod. Du aber hast ihn auferweckt. Wir bitten dich, komm René in Liebe entgegen, umfange ihn mit deiner Liebe und lass ihn in dieser Liebe geborgen sein. Darum bitten wir durch Jesus Christus, unseren Freund und Bruder. Amen. Ich lese ein kleines Stück aus dem Johannesevangelium. Jesus sagte zu seinen Jüngern, wie mich der Vater geliebt hat, so habe ich euch geliebt. Bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe. Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude vollkommen wird. Das ist mein Gebot. Liebt einander so, wie ich euch geliebt habe. Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt, denn ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe. Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt, dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet. Dies trage ich euch auf, liebt einander. Also wie ich über das Leben von René Kemencic nachgedacht habe und mir das vergegenwärtigt habe, ist mir eine Geschichte eingefallen, die mir mein Archäologielehrer, ich habe Kunstgeschichte und Archäologie studiert, die mir mein Archäologielehrer in Salzburg erzählt hat, die möchte ich kurz vorher erzählen. Und zwar, mein Lehrer war Hans Walter, der wieder ein Schüler von Buschor war. Ernst Buschor war ein berühmter Archäologe, der auf Samos ausgegraben hat und auf die Frage, woher er denn die genauen und detaillierten Kenntnisse über die alte Kunst
Athens habe, hat er geantwortet, er macht auf dem Weg nach Samos immer Halt auf einer Insel vor Samos und geht dort ins Café und dort gibt es einen alten Papagei, einen uralten Papagei, der noch die Zeiten des Baus, des Parthenon erlebt hat und Perikles erlebt hat und Phidias erlebt hat. Und von dem habe er alle diese intimen Kenntnisse der Antike. Der Papagei sei zwar schon gestorben, sagt er dann, aber er hat so viel gesammelt, dass es nur für viele Jahre ausreicht. Mein Professor war dann selber mal unterwegs nach Samos und hat auf der Insel Halt gemacht, ist ins Café gegangen, hat den Wirt nach dem Papagei gefragt und der hat ihn mit trauriger Miene angeschaut und hat gesagt, na leider, der Papagei ist im Krieg, im Zweiten Weltkrieg, nach Athen gebracht worden und dort haben ihn Hunde zerrissen. Und mein Professor fragt ihn dann ja, hat denn Ernst Buscher mit dem Papagei tatsächlich geredet? Ja, der Wirt hat gesagt, die haben geredet. Aber ich konnte nicht verstehen, was sie reden, weil die beiden haben Altgriechisch geredet. Und das ist mir wieder eingefallen, weil offensichtlich hat Ernst Klemenčič auch seinen Papagei gekannt. Der hat eine unglaubliche Kenntnis besessen der alten Dinge. Und alle, die die Wohnung der Familie kennen, werden mir zustimmen. Wenn man die Wohnung betritt, beschleicht einen nach einer gewissen Zeit ein leicht unangenehmes Gefühl, weil man sich fragt, wie kann der Boden das alles aushalten? Wie geht das eigentlich? Natürlich haben sie aber ein statisches Gutachten einholen lassen, aber es gibt da noch eine andere Ebene, nämlich, weil man fragt sich, oder ich habe mich gefragt, wie hält der Boden eines Lebens das alles aus? Diese unglaubliche Vielfalt allein schon von Skulpturen, das geht vom zeitgenössischen bis ins 4., 5. Jahrtausend vor Christus zurück. Also eine unglaubliche Fülle, die da ist und die nicht einfach nur herumsteht und leblos einen anstarrt, sondern man spürt, das ist alles beseelt. Das ist alles beseelt. Und wie ich mir dann diese Fülle von Musik vergegenwärtigt habe, die zur Aufführung gebracht wurde vom Musiker Antiker Klemenčič Konsort. Das ist ja Musik, die erst vielfach entdeckt werden musste. Eine unglaubliche Arbeit allein, das zu entdecken und dann Papier, Noten, dürftige Hinweise zur Aufführung und aus all dem ist lebendiger Klang geworden. Über Jahrzehnte war das. Also es ist unglaublich. Und natürlich kamen da noch eigene Kompositionen dazu. Echt unglaublich. Die Wohnung hat schon, ich denke mir immer, es gab schon, ich weiß nicht, ob nicht im unteren Stockwerk doch eine Stütze war, aber sie waren halt eine echte Stütze für ihn. Sie waren halt eine, weil ich vermute, also wir wissen, das Leben mit Heiligen ist nicht leicht. Und das Leben mit besonders begabten Menschen ist auch nicht leicht. Das ist nicht so leicht. Aber gratuliere, gratuliere. Es hat eine tolle Frucht gebracht. Wenn ich mich in dieses Leben so ein bisschen hineinspüre, merke ich, es gibt einen Boden, auf dem das alles Halt findet und das ist eine unglaubliche Liebe. Ich habe wirklich gestaunt, wenn man sich das anschaut, dann ist, also bei den Skulpturen, bei all dem, was da herum ist, da geht es ja nicht um die Anhäufung von materiellen Werten. Da ist eine unglaubliche Liebe zu spüren zu dem, was sich über Jahrhunderte und Jahrtausende geformt hat. Und in der Musik das Gleiche. Eine unglaubliche Liebe. Und ich habe mir deswegen diese Stelle ausgesucht und ich finde das auch sehr schön. Jesus sagt, ich habe euch alles mitgeteilt, was ich von meinem Vater gehört habe und ihr seid meine Freunde. Und ich sende euch nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Und René Klemenčič, der war ein Erwählter. Das war eine echte Berufung, wenn man sich dieses Leben anschaut, dass ihr Frucht bringt.
Und Frucht hat er echt gebracht. Und diese Frucht, die wird auch bleiben. Die wird echt bleiben. Ich habe mir diese Lebensbilder angehört, die aus Anlass seines 70. Geburtstages gemacht wurden. Und er war offenbar kein begeisterter Kirchengeher, also kein konfessioneller Katholik im gängigen Sinn, aber er war ein tiefgläubiger Mensch. Und zum Beispiel, was er da sagt, ist fantastisch, dass wir zur Auferstehung ja tagtäglich auferstehen müssen. Tagtäglich, in jedem Moment. Durch uns durchgeht ein Strom des Lebens, der uns aus dem Tod immer wieder hinausreißt, ins Leben hinein. Oder dass ihn die Musik in Verbindung bringt mit unvergänglichen Kräften, die da sind. Die Kunst kann das, wenn man sie mit Liebe macht, das kann sie. Und ich möchte einen Satz vorlesen, der stammt aus dem Buch, das Sie mir gegeben haben, über die Aufführungen im Musikverein. Und zwar, den finde ich echt schön. Zur Aufführungspraxis sagt er da nämlich, man muss durch ein Gewirr und Dickicht von Zweifeln und einer Anhäufung von Wissen gehen. Will man endlich aber zum Eigentlichen kommen, muss man alles bewusste Wissen vergessen und etwas aus dem Augenblick heraus, etwas sehr Einfaches und Spontanes tun. Oder anders gesagt, auf das bezieht er sich, der Prinzess muss das Dornröschen küssen, sonst passiert nichts. Und das finde ich ist toll. Ich habe einmal mit einem Schauspieler geredet und der hat mir erzählt, dass er das war ein sehr bekannter, routinierter Schauspieler, vor jeder Aufführung ungeheures Lampenfieber hat und einen wirklich Todesstern. Kleine Tode, hat er gesagt. Und da muss man durch, man muss durch das durch, man vergisst alles und steht dann auf der Bühne und dann geht's los. Und aus dem heraus kommt lebendige Kunst. Aus dem heraus. Und das hat er gekonnt. Gewusst hat er genug, aber das Tolle ist, und das ist in der Liebe generell so, die Liebe, da kann man sehr viel lesen drüber, aber irgendwann muss man das vergessen und das Dornröschen küssen. Ja, dazu hat er jetzt Gelegenheit, glaube ich, auch beim lieben Gott. So stelle ich mir das vor. Das ist ja die schönste Vorstellung von Himmel, ist für mich die eines großen Hochzeitsmahles. Und wenn man mal Italiener, da hilft ihm sein Italienisch auf jeden Fall, feiern gesehen hat, hat man so eine Ahnung, wie das sein kann. Und da gehört Musik dazu, da gehören gute Weine dazu, da gehört ein gutes Essen dazu. Und da gehört eine Gesellschaft dazu und für mich ist das Schönste, dass sich dann alle vertragen. Auch die, die nicht so recht zusammenkamen. Und ja, ich bitte Sie, lasst mich in diese Hochzeitsgesellschaft ziehen. Mit Musik. Lasst mich eine kleine Stille jetzt, um seine Dankbarkeit zu bedenken. Jesus Christus, du bist uns nahe, im Guten und im Schweren. Du bist unsere Hoffnung, auch im Schmerz. Thank you.
Mit unseren Bitten wenden wir uns an Jesus Christus. Jesus, du bist Mensch geworden, um uns Gottes Liebe zu zeigen. Schau auf das Gute, das René in seinem Leben vollbracht hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Du hast uns die Vergebung der Sünden verkündet. Verzeih alles, was uns Schwäche getan oder unterlassen hat. Wir bitten dich, erhöre uns. Du hast uns die Botschaft vom Reich Gottes gebracht. Nimm René auf in dein Reich und schenke ihm ewiges Leben. Wir bitten dich, erhöre uns. Du hast allen, die zu dir gekommen sind, die Sünden vergeben. Verzeih uns alles, was wir ihm schuldig geblieben sind. Wir bitten dich, erhöre uns. Du hast am Grab deines Freundes Lazarus geweint. Tröste uns in den Stunden der Trauer durch die Hoffnung auf ein Wiedersehen bei dir. Wir bitten dich, erhöre uns. Bitten wir nun, wie Jesus uns zu beten gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich, die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. René, Wasser und im Heiligen Geist wurdest du getauft. Unser Herr Jesus Christus, vollende an dir, was in der Taufe begonnen hat. Dein Leib war Gottes Wohnung. Der Herr schenke dir ewige Freude. Barmherziger Gott, wir danken dir für alles Gute, mit dem du René irdischen Leben beschenkt hast und für das Gute, das wir durch ihn erfahren haben. Wir empfehlen ihn nun in deine Hände. Du hast ihn in der Taufe als dein Kind angenommen. Nimm ihn nun auf in die Gemeinschaft der Heiligen, zu dem Fest ohne Ende, das du denen bereitest, die dich lieben. Uns aber, die zurückbleiben, gib die Kraft, einander zu trösten und zu stärken. Im Glauben, in der Hoffnung und in der Liebe. Amen. Zum Paradies mögen Engel dich geleiten. Die heiligen Märtyrer mögen dich begrüßen und dich führen in die heilige Stadt Jerusalem. Die Chöre der Engel mögen dich empfangen und durch Christus, der für dich gestorben ist, soll ewiges Leben dich erfahren. Thank you.
Dein Leib war Gottes Wohnung. Der Herr schenke dir ewige Freude. Von der Erde bist du genommen und zur Erde kehrst du zurück. Jesus aber wird dich auferwecken. Im Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist Frieden und Heil. Der Friede sei mit dir. Bekennen wir unseren Glauben an den Gott, der die Toten erweckt. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde, und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, dritten Tag auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige katholische Kirche, Gemeinschaft der Heiligen,
Vergib uns Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Herr, unser Gott, wir lieben alle Menschen. Deine Liebe ist stärker als der Tod. Wir bitten dich, tröste uns in den Zeiten der Trauer. Schenke uns die Kraft deiner Liebe und stärke in uns die Hoffnung auf das ewige Leben. Gemeinsam mit René führe auch uns zur Herrlichkeit des Himmels. Durch Christus, unseren Herrn. Amen. Gegrüßet seist du, Maria, voll der Gnade. Der Herr ist mit dir. Du bist gebenedeit unter den Frauen. Und gebenedeit ist die Frucht deines Leibes, Jesus. Heilige Maria, Mutter Gottes, bitte für uns Sünder, jetzt und in der Stunde unseres Todes. Amen. Herr, gib ihm und allen Verstorbenen die ewige Ruhe und das ewige Leben. Lass ihn leben in deinem Frieden. Amen.